Also ich bin ja nun der letzte Redner und das ist natürlich dann immer ganz schwierig. Ja, viele Leute haben heute schon mit den Fäusten auf die Tische gepocht und gesagt, oh geil, sich die Seele aus dem Leib gelacht. Man kann natürlich bei einem Aschermittwoch auch mal etwas anderes machen, ja? Ruhigere Töne anschlagen und vielleicht auch den Geist ein bisschen anregen. Kommst du mit der Fahne mal hier hoch? Einer links, einer rechts? Weil ich habe auch gesehen, der MDR ist heute auch da. Ich freue mich, dass die da sind. Da ist nämlich endlich mal jemand da, der noch unbeliebter ist als ich. Oh, sorry. War ein Gag. Ja, ist halt. Ja, so. Ja. Obwohl. So, meine Lieben, ihr wisst ja ganz genau, im Mittelalter war es gang und gäbe, dass man natürlich politische Probleme nicht direkt aussprach, weil da war man ganz schnell einen Kopf kürzer. Im Mittelalter hat man sich ja sozusagen der Fabel bedient. Ja? Man setzte also die ganzen Probleme in das Tierreich und deswegen, meine Lieben, gibt es jetzt eine kleine Fabel. So, liebe Kinder, kommt heran und hört gut zu. Ich will euch heute eine Geschichte erzählen. Ich kann nicht garantieren, dass ihr danach klüger seid. Eins kann ich euch aber garantieren, ihr seid danach auf alle Fälle etwas älter. Die Geschichte ist so alt wie die Welt selbst. Die Geschichte vom verwandelten Märchenwald. Es war einmal ein Märchenwald. Er war wunderschön. Die Sonne ging auf und unter. Die Jahreszeiten wechselten sich ab. Es gab viel Regen oder wenig Regen, viel Schnee oder wenig Schnee. Mal gab es eine Bogenkäferinvasion, mal einen Waldbrand. Mal riefen die Hasen, wir brauchen mehr Kohl. Mal klagten die Bären, sie fühlen sich ausgemerkelt. Aber es hielt sich alles einigermaßen in Waage und die Dinge justierten sich selbst. Da alle Tiere und Pflanzen des Waldes wussten, dass nichts ohne den Wald ging. Im Großen und Ganzen spielte die Zeit ihr uraltes Lied. Und wer es verstand, sang mit oder summte oder war einfach still. Niemand hätte für möglich gehalten, dass je diese klug eingerichtete Märchenwelt zerstört werden könnte. Und so verließen sich die Hasen, Käfer, Biber, Eidechsen, Bären, Rehe, Schweine, Stieglitze, Dachse und alle anderen darauf, dass es immer so weitergeht und lebten friedlich miteinander. Nun trug es sich zu, dass es im Märchenwald einen Raben gab, der recht klug war und angesehen war und deshalb erkannte, dass die Grundlage des Lebens und des Wachsens, also dass der Grund des Erfolgs, im gemeinsamen Wissen lag. Nämlich das Wissen um die inneren Zusammenhänge des Lebens und dass jedes Geschöpf vom Wald abhängig war. Er war sehr froh darüber, diese Quelle erkannt zu haben und tauschte sein philosophisches Wissen per Brief mit seinem Rabenfreund und ehemaligen Studienkollegen in einem anderen, weit entfernten Wald aus. Einmal jedoch fand die Brieftaube den weit entfernten Raben nicht an und legte den Brief vor seine Baumhöhle. Der Fuchs, welcher dies beobachtete, nahm den Brief und schleppte ihn in seine Höhle. Er nahm seine Brille und las die Zeilen des Rabens aus dem Märchenwald. Der Fuchs dachte nun lange nach. Er hatte schon oft vom Märchenwald gehört und fragte sich, wie man so eine stabile und natürliche Ordnung ins Wanken bringen könnte. Dabei ging es ihm gar nicht darum, etwas Böses zu tun, sondern er war nur neugierig wie alle Füchse. Er wollte zu gern wissen, was passieren würde, wenn der Märchenwald stirbt. Vermutlich würde dann eine völlig neue Waldordnung entstehen. Ha! Das war's, eine neue Waldordnung. Und dann würde er, der Fuchs, er, der alles eingefädelt hatte, plötzlich die Zügel in der Hand halten und allen Waldbewohnern sagen, dass sie nichts mehr haben, aber glücklich sein werden. Aber wie macht man sowas? Er nahm den Brief wieder zur Pfote und schrieb anstelle des Raben an den Raben des schönen Märchenwaldes. Er schrieb, dass es nun an der Zeit sei, den vielen Worten Taten folgen zu lassen und schlug den Fuchs, also sich selbst, als Mittelsmann vor. Er, der Fuchs, würde selbst den Brief überbringen und seine Empfehlung sei Folge zu leisten, damit der große Plan gelinge. Der Fuchs reichte höchstpersönlich zum Raben in den schönen Märchenwald und übergab den Brief. Er las ihn und blickte den Fuchs lange an. Schließlich fragte er verzweifelt, was als erstes zu tun sei. Der Fuchs sagte, zunächst müssen die Träger der Wahrheit und Hüter des Wissens verleumdet werden, damit der unbedingte Glaube an sie zerrüttet wird. Dann sollte man verbreiten, dass der Wald durch Umwandlung kosmischen Ausmaßes bedroht ist und damit,
dann glaubhaft verbreiten kann. Und man muss natürlich auch die Ausrufer mit Geschenken und Schmeicheleien überzeugen. Oh, das war ein Freudenfest. Die schrecklichen Nachrichten wurden durch kurzsichtige Spatzen, die so doof waren, dass, wenn es RTL 3 gäbe, sie zur Hauptzielgruppe gehören würden, in Windeseile verbreitet und man belohnte sie dafür mit hohen Posten im Waldkurier und im Buschfunk. Als die Eule und der Hirsch die Waldbewohner zur Besonnenheit aufriefen, wurden sie empört verlacht. Die Schmierfinken schrien, wir müssen verzichten für das Klima. Der U sagte, aber nur mit Verstand, das wäre prima. Wie wild flatterten die Grünspechte durch den ganzen Wald, klebten sich an die Bäume und schrien hysterisch, wir sind die letzte Generation. Die Eule begegnete ganz entspannt, na hoffentlich. Der Fuchs hatte im Stillen empfohlen, möglichst unerfahrene und oberflächliche Tiere in Regierungspositionen zu heben. So wurde der Bärbock, genannt auch Bockbär, das Rotkäppchen und der Habicht Robert gewählt und als Oberhaupt Olaf der schmiegsame, vergessliche Aal. Noch viele, viele andere Gestalten kamen an die Macht und es gefiel ihnen, von ihrem Elfenbeinturm einfältige Sachen zu schreien, wie auf Kobolde in der Batterie verzichten, Fressefreiheit im russischen Märchenwald, dass Insolvenz keine Insolvenz bedeutet, dass sich andere Waldvölker um 360 Grad drehen sollten. Nur der Fuchs blieb bei allem immer im Hintergrund. Und der Rabe sprach inzwischen über die Politiker des Landes, wenn man das Unvermögen deren Verstandes umwandeln könnte irgendwie in Waldstrom, Gas und Energie, dann hätten wir vermutlich sehr ausgesorgt für 100 Jahre und mehr. Die neuen Hüter des Wissens wurden die Kellerasseln und Wasserratten. Sie beklagten die Unbeweglichkeit der Gesetze und drängten darauf, neue Lebensformen zu finden. Die Biber wurden wegen ihrer Wasserwirtschaft beschimpft und eines Nachts riss der Fuchs höchstpersönlich ein großes Loch in den Damm, sodass der Bach über die Ufer trat und alle Felder überschwemmte. Er schob das den Bibern unter und alle Tiere glaubten es, obwohl jeder im Herzen diese Unlogik empfand. Auch das gewohnheitsmäßige Zusammenleben der Tiere wurde in Frage gestellt. Manche Hase empfand sich plötzlich als Dachs, die Rehböcke versuchten sich zu paaren, die Spatzen verbreiteten im Schmierfilmkurier, dass ein jeder sein kann, was er will. Und die Nebelkrähen riefen, wir wollen keine Kinder, so schonen wir das Klima. Nur die kluge Reiherente konnte so viel Dummheit nicht verstehen und kotzte im Strahl in den schönen Märchenwald. Der Rabe betrachtete kopfschüttelnd die ganze Raserei und rief dem Fuchs, dem Treiben einen Einhalt zu gebieten. Doch der Fuchs schnappte nach dem Raben, riss ihm einige Federn aus, doch der arme Vogel konnte sich in letzter Sekunde in die Freiheit flüchten. Viele taten es ihm gleich, immer mehr flohen oder schlossen sich Widerstandsgruppen wie den freien Waldbewohnern an. Eine Igelfamilie hatte all das nicht mitbekommen und wollte ungestört weiterleben. Zunächst wurden sie als gewalttätige Braunbären beschimpft. Doch die Igelfamilie rollte sich ein und ließ sich nicht ängstigen. Das meldeten die dummen Schmierfinken dem Fuchs. Der horchte auf. Unbeugsame Waldbewohner, die in sich glücklich sind und sich nicht um die Belange des Waldes scheren, das ist eine große Gefahr, wenn nicht die größte. Unruhig lief der Fuchs hin und her und her und hin und sang auf eine List, alle Waldbewohner zum einheitlichen Denken zu bewegen. Es gab nur eine Möglichkeit. Furcht! Ja, Furcht! Es muss eine Furcht her, dass sich niemand entziehen kann. Eine Furcht, die den Märchenwald von außen bedroht. Eine Furcht, die niemand nachweisen kann. Das gelbe Harzfieber tauchte plötzlich auf und viele Waldbewohner erkrankten daran. Symptome waren Haar- und Zahnausfall. Deswegen waren die Intensivhöhlen der Waldklinik mit tausenden Nacktschnecken belegt, welche besonders augenscheinlich betroffen waren. Der Fuchs ließ eine Quarantäne ausrufen und ordnete eine allgemeine Ausgangssperre an. Nun zeigte sich plötzlich, wer sich an die Order hielt und wer nicht. Der Fuchs ließ eine Liste mit allen Unbeugsamen anlegen. Sie wurden beschimpft, verleumdet und verlacht. Und die Tiere, die die Unbeugsamen meldeten, bekamen ein Lob und durften zum Pilzesuchen im Wald frei herumlaufen. Den anderen waren die Pilze verwehrt. Doch auch das reichte nicht. Noch immer war ein großer Teil der Bewohner argwöhnisch und unkontrollierbar. Der Fuchs war verzweifelt. Was sollte er noch tun? Da kam ihm eine wunderbare Idee.
Er lud sämtliche Wühlmäuse der Welt ein, im Märchenwald zu wohnen und sich von seinem Reichtum an Beeren und Pilzen zu nähren. Aus nah und fern kamen die Wühlmäuse von einigen Waldbewohnern mit den Grünspechten und den Rotkehlchen, wurden sie jubelnd willkommen geheißen. Doch es kamen immer mehr und manche Teile des Waldes waren bald ganz in ihrer Hand. Man sah das auch, denn dort, wo sie wühlten und mit ihren messerscharfen Zähnen nagten, gingen die Pflanzen ein und die anderen Tiere des Waldes flohen. Sämtliche praktische Tipps, wie eine Armlänge Abstand halten, nützte nichts. Viele Waldbewohner, von Blaumeisen bis massenhaft freien Waldbewohnern mit ihrem Wortführer der Kohlmeise, versammelten sich jeden Montag auf der Waldlichtung und stellten lautstark Fragen an den Habicht-Robert, an den Bockbär, den Al-Olaf, an Rotkäppchen und Nancy Fledermaus. Doch alle entgegneten hochnäsig, dass das schon seine Richtigkeit habe, denn die ursprünglichen Bewohner des Märchenwaldes seien nun einmal die Wühlmäuse und die anderen Tiere hätten ihnen in früheren Zeiten den Wald einfach weggenommen. Nun sei es an der Zeit, ihnen den Märchenwald zu überlassen. Außerdem erklärten sie, dass sie mit dem Märchenwald eigentlich gar nichts am Hut hatten und ihn eigentlich verachten und dass es nichts Schöneres gäbe, als wenn dieser Märchenwald ein für alle Mal aus der Landschaft getilgt würde. Der Fuchs indes erkannte an den Fragen der unzufriedenen Waldbewohner, dass sich ein Unmut breit machte und dass sie ziemlich heimlich sich alle trafen, sich organisierten und sich auch gegenseitig halfen. Würde denn dieser Urtrieb des Lebens nie auszumerzen sein? Es schien fast so, als würden all seine Bemühungen, den Märchenwald zu zerstören, in einem neuen Zusammenhalt münden. Dem musste durch eine erneute List Einhalt geboten werden. Der Fuchs schleuste in die Widerstandsnester eigene Tiere ein, die große Reden schwangen und genau das sagten, was die Tiere hören wollten. Die Hasen hörten nun, dass es den Rehen gar nicht darum ging, friedlich im Märchenwald zu äßen. Die Igel erfuhren, dass der Märchenwald nur gesunken könnte, wenn die Frösche ausgemerzt sind und die Igel die Leitung übernehmen würden. Und so geschah es, dass die Tiere des Märchenwaldes sich zersplitterten und niemand mehr dem anderen traute. Es gab auch viele laute Gegenstimmen, aber trotzdem lebte jedes Tier nur noch für sich. Der Fuchs hatte den Großteil der Waldbewohner willenlos hinter sich geschafft und konnte nun anfangen, seinen teuflischen Plan zu durchsetzen. Das heißt, er hatte eigentlich gar keinen Plan. Aber in der Zerstörung wurde eine Gesetzmäßigkeit sichtbar. Und es war einfach interessant, dem Zerfall zuzuschauen. Es war das ursprüngliche Gift solcher Pflanzen wie der Hegelbutte, der Marxisse, des Kantdorns und des Nietzschefarns, die den Tod als eigentliche Voraussetzung des Lebens sahen. Deswegen änderten sich auch die Feste. Es wurde nicht mehr das Leben gefeiert, sondern der Tod. Und es machte sich allenthalben eine Stimmung des Untergangs breit. Der Fuchs hatte Gefallen an diesen Entwicklungen und so holte er zum vernichtenden Schlag aus. Er ließ in einem großen Nachbarwald jede Nacht alle Heidelbeeren klauen. Die Nachbarwaldtiere bekamen das irgendwann mit und beschuldigten den Märchenwald. Der Fuchs ließ verbreiten, dass der Nachbarwald einen Überfall auf den Märchenwald vorhabe. Die Blaumeisen, bis jetzt eigentlich immer vernünftig, forderten auf einmal die Einführung einer Wehrpflicht für alle Waldbewohner. Es roch nach Krieg. Eines Nachts wurde Feuer gemeldet. Ohne Zweifel wurde der Märchenwald vom Nachbarwald attackiert. Der Fuchs rief, er richtet große Wälle aus Holz, um das Feuer zurückzudrängen. Die schlaue Eule entgegnete, Holz brennt aber. Sofort fielen die Schmierfinken und Dreckspatzen über die Eule her und machten sie mundtot. Und so nahmen die unheilvollen Dinge ihren Lauf. Zunächst wurden einzelne Sträucher an die Feuerfront gebracht, dann größere Büsche und schließlich ganze Bäume. Immer mehr Bäume wurden umgehauen und in das Feuer geworfen. Alle Tiere wurden aufgerufen, noch einmal alles zu geben für den Endsieg. Der Wald lichtete sich immer mehr. Der Fuchs und seine Vasallen stahlen schnell noch, so viel sie tragen konnten, und verschwanden im Nachbarwald. Auch die Wühlmäuse zerstreuten sich in alle Welt, aber angeheizt durch den großen Brand entfachte sich ein Gewitter und ein wütender Sturm fegte über das Land. Der Märchenwald konnte diesem Sturm nichts mehr entgegenhalten und die letzten Bäume fielen einfach um. Der Regen prasselte auf den weichen Waldboden und riss sie zu Tage. Das ganze Gebiet, auf dem der Wald einst stand, rutschte weg und verwandelte sich in ein riesiges Schlammloch. Einige Tiere konnten sich noch retten, aber die meisten ertranken, erstickten
oder verbrannten. Oh weh, liebe Kinder, was für eine schlimme Not. Irgendwann hörte der Regen auf und das Wasser versiegte. Nach ein paar Tagen hoppelte ein einsamer Hase über das Schlachtfeld, doch nichts erinnerte mehr an den einst so stattlichen Märchenwald. Nach und nach kamen die geflüchteten Waldbewohner zurück in ihre Heimat und begannen mit viel Fleiß, den Wald aufzuforsten. Der Fuchs bot sich als Aufbauhelfer an, aber er und seine Handlanger bekamen lebenslanges Waldbetrötungsverbot überall auf der Welt. Es würde Jahre dauern, bis der Märchenwald in seiner schönen Pracht wieder erstrahlt. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann bauen sie noch heute. Es gibt für alles auf dem Erdenrund einen natürlichen und wahren Grund. Ob Sokrates, Goethe, Hegel, Freud und viele andere gescheite Leute, sie alle wussten, dass sich die Welt in jedem Einzelnen erhält. Nur gibt's zuweilen Koryphäen, die diese Dinge anders sehen und mit Macht und mit Gewalt verändern wollen, Welt und Wald. Schön blöd, wer an dem Aste sitzt, auf dem er seit Jahrhunderten sitzt. Danke. DJ Happy Vibes.